Hi und willkommen bei Westmünsterland Barbecue. Wir machen heute einen Pulled Pork. Wir haben es ja schon auf verschiedenste Arten und Weisen gemacht. Heute mal aus dem Airfryer und ich denke, das wird auch funktionieren. Freut euch drauf. Hier unser Airfryer, handelsübliches Gerät, wie es die meisten sicherlich haben. Was vom Vorteil ist, ist auf jeden Fall eine große Schublade. Hier haben wir eine mit 6,5, 6,3 Liter Inhalt. Und damit sollten wir das ganz gut hinbekommen. Hier haben wir mal ein Stückchen Schweinenacken. Und ja, den werden wir jetzt erstmal vorbereiten, sodass wir es dann nachher in den Airfryer packen können. Packt euch den Nacken in so eine kleine Schale rein. Und dann nehmt ihr euch einen Rub, zum Beispiel den, den ihr auch bei uns im Shop bekommen könnt, unter wm-bbq.de. Und ist quasi schon fertig, ansonsten mischt euch das einfach selber. Ist auch kein Problem. Man könnte Senf drunter aufs Fleisch zunächst geben oder Öl. Aber man kann den Rub auch so drauf machen, das hält. Und wir wollen es ja auch noch ein bisschen einwirken lassen. Schön rundherum. Die richtige Dosis ist genau das, was drauf hängen bleibt. So, so haben wir unseren Nacken schön vorbereitet. Wir lassen das Ganze noch ein bisschen einwirken oder einziehen. Darum werden wir es nochmal einpacken. Hier mit unserem Endgegner. Frischhaltefolie. Gott, wie ich dieses Zeug hasse. Diese liebliche Stimme im Hintergrund, hinter der Kamera, gehört übrigens nicht André. Der ist im Urlaub. Fleisch rein. Einschlagen. Gegebenenfalls nochmal so eine Lage drüber. So passt das. Und so könnt ihr das erstmal jetzt in den Kühlschrank legen. Super wäre über Nacht. Wir haben den Luxus heute nicht. Wir legen es ungefähr eine Stunde im Kühlschrank. Und dann kann das Ganze, der Rub, schon mal so ein bisschen aufs Fleisch einwirken. Wir haben jetzt tatsächlich 3 Stunden gewartet. Und unser Fleisch mit dem Rub sieht also jetzt so aus. Also schön, schon etwas eingezogen. So soll es auch sein. Und dann schnappen wir uns schon mal den Airfryer. Ich habe hier einmal etwas Folie reingepackt. Also Backpapier. Einfach um das jetzt erstmal ein bisschen anzuknuspern von außen, also auf höchster Temperatur. Deswegen legen wir es erstmal so da rein. Zack. So. Einmal zumachen. An. Max Crisp. 240 Grad haben wir jetzt. Und jetzt mal gucken, wo fängt er an. Erstmal 10 Minuten. Wir schauen uns das mal an. Wir wollen also erstmal ein bisschen Kruste an der Oberfläche haben. Und dann machen wir weiter. So, das waren jetzt 14 Minuten. So sieht das Fleisch jetzt aus. Wir drehen es nochmal um und machen das Ganze nochmal. Es könnte heiß sein. Es ist heiß. Nehme ich am besten eine Zange. So. Und jetzt werden wir diese Seite auch nochmal anknuspern. Auch nochmal so ungefähr die Zeit. Und dann machen wir weiter. So, bei der anderen Seite haben schon 10 Minuten gereicht. Und es sieht also wirklich wunderbar aus. Jetzt habe ich hier was vorbereitet, und zwar Alufolie und Backpapier. Ihr könnt auch letzten Endes Butcherpaper nehmen. Wobei ich mir ein bisschen Sorgen machen würde, ob das nicht verbrennt, wenn von oben hier so eine Heizspirale runterstrahlt. Ich denke, das wäre nicht gut fürs Fleisch. Von daher nehmen wir die Alufolie. Es soll auf jeden Fall gleich schön dicht sein. Und damit die Alufolie nicht direkt mit dem Fleisch in Verbindung kommt, nehmen wir hier noch das Backpapier. So, das kommt hier einmal raus. Ja. Dann legen wir das hier drauf. So, hier haben wir noch ein bisschen Flüssigkeit über. Die geben wir einfach mal mit dazu. Alles, was wir an Flüssigkeit vergeuden, ist auch vergeudeter Geschmack. So, und jetzt wickeln wir das Ganze ein. Nehmt euch eine gute Alufolie, eine stabile.
die nicht so schnell reißt. Das hier ist eine industrielle, ist schon so ein halber Dacia von der Stärke her. Von daher mache ich mir da keine Sorgen. So. Die Öffnung sollte nach oben zeigen. Wenn jetzt noch Flüssigkeit natürlich hier rauslaufen würde, wäre das nicht ideal. Einfach schön zumachen jetzt. So, mal checken, ist alles dicht. Jo, sieht gut aus. Das Teil ist auch noch sauber und so soll es auch nachher bleiben. Jetzt wieder rein. Und jetzt gehen wir einfach auf Backen. 160 Grad. Und jetzt stellen wir erstmal so 3 Stunden ungefähr ein. Zack, 3 Stunden. Und dann etwas Saft. Der ist lecker. Geben wir ihm die Zeit, die er braucht. In der Zwischenzeit, Fleisch wird warm gemacht. Melli, du musst André natürlich auch würdig vertreten. Mhm. Zack. Du müsstest dir jetzt dein Bier nehmen. Ja, ich versuch's mal. Ich weiß, es ist kein Sekt. Ja, viel zu schwer. Prost. Prost, Leute. So, bis gleich. 3 Stunden haben wir gebraucht und wir haben es noch ein bisschen ruhen lassen. Auch so ungefähr eine halbe Stunde. Und jetzt öffnen wir es mal. Also es fühlt sich wirklich schön weich an. Ich habe natürlich mal ein Thermometer zum Schluss reingehalten. Wir sind also bei 93 Grad. So. Komm mal ran. So sieht das Stückchen jetzt aus. Ist also nicht mehr so groß wie gerade eben. Und wir haben da unten noch schön viel Fleischsaft. Den brauchen wir auf jeden Fall noch. Von daher vorsichtig arbeiten. So. Das Stückchen Fleisch nehmen wir mal hier raus und geben es in eine Schale. Und jetzt, ihr seht, es ist weich. Ach, und es ist verdammt heiß. So, richtig schön weich überall. Genauso soll es sein. Und es ist wirklich, wirklich heiß. Ich lasse das, glaube ich, mache das mal besser mit 2 Gabeln, die ich mir extra bereitgelegt habe. Ihr könnt natürlich auch die klassischen Bärenkrallen nehmen. Aber wer die nicht hat, kann natürlich auch 2 Gabeln nehmen. Das Ganze jetzt einfach schön zerzupfen. Wenn jetzt hier größere Fettstücke sind, mache ich das eigentlich immer so, die nehme ich raus. Aber was jetzt gut ist, wir haben durch dieses Anrösten hier auch noch so ein bisschen Röstaromen, so ein bisschen Kruste. Es ist nicht so komplett labbrig, als wenn ich das von Anfang an eingepackt zubereitet hätte. So haben wir alles etwas zerzupft. Und jetzt gibt es noch einen Trick. Normalerweise wird ja ein Pulled Pork auf dem Smoker gemacht. Das heißt, wir haben auch ein leichtes Raucharoma. Das haben wir hier jetzt natürlich nicht. Aber es gibt flüssigen Rauch. Ja, du lachst. Ja, das klingt schon schlimm, finde ich. Das ist... Liquid Smoke, vorsichtig dosieren und so, man riecht es direkt. Es hat ein angenehmes Raucharoma und so schmeckt es nachher keiner mehr den Unterschied, ob es tatsächlich vom Smoker kommt oder nicht. Oder wahrscheinlich kaum noch ein Unterschied. So, und jetzt geben wir unseren Fleischsaft da wieder rein. Der sich hier nämlich gesammelt hat. Wie gesagt, purer Geschmack. Wer mag, kann auch noch ein bisschen Malzbier damit reingeben. Was auf jeden Fall noch fehlt, ist die Barbecue-Soße, die wir damit zugeben. Dann alles gut verteilen. Und fertig ist unser Pulled Pork. Mit Röstaromen, mit Rauchgeschmack aus dem Airfryer innerhalb von kürzester Zeit. Auf dem Smoker würde ich normalerweise so 20 Stunden brauchen bei niedriger Temperatur. Da sind 3 Stunden noch schon echt eine Nummer.
So, wir haben dazu unsere Brioche Buns, die wir einmal kurz angetoastet haben. Die können wir natürlich dazugeben. Dann haben wir hier noch etwas Coleslaw. Der schmeckt auch perfekt noch dazu. Wer mag, kann sich dann nachher auch noch ein bisschen Barbecue-Sauce auf dem Burger drauf machen. Ja, dann belegen wir das Ganze erstmal. Also wie gesagt, Burger Bun angetoastet. Etwas Fleisch drauf. Etwas Coleslaw. Und fertig. So, und dann müssen wir nur noch probieren. Also richtig, richtig, richtig gut. Vor allen Dingen, es schmeckt genauso, wie es sein muss. Super. Und das innerhalb von 3 Stunden. Wahnsinn. Ja, Tiere stehen ja auch schon wieder überall und wollen was abhaben. Ja, natürlich, ein kleines bisschen gibt es immer ab. Aber das müsst ihr mal nachmachen. Wie gesagt, ihr braucht keinen Grill, ihr braucht keinen Smoker, gar nichts. Einfach nur einen Airfryer. Kostet ja heutzutage auch nicht mehr die Welt. Und es ist wirklich einfach gemacht. Wenn euch das Video gefallen hat, unbedingt mal einen freundlichen Kommentar hinterlassen. Daumen hoch geben natürlich und den Kanal abonnieren nicht vergessen. Also, bis zum nächsten Mal. Mahlzeit und Tschüss. Mhm.